Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kerbal Space Program. Was mich heute interessiert ist vor allem, was ist letztes Mal genau schiefgelaufen? Gucken wir uns doch mal an. Meine Stage 8 hat 1210. 3000. Und da ist direkt der Fehler. Crap. Stage 5. Das ist diese Engine nochmal. 4409 Meter pro Sekunde Delta V. Entschuldigung. Das klingt soweit ganz gut. Um in den Low Curve in Orbit zu kommen, brauche ich allerdings 4550. Das heißt, alle Stages nicht auf dem Lander waren zu schwach konzipiert. Jetzt, brauche ich für einen Moon Intercept, brauche ich nochmal 860. Dann nochmal 210 für einen Orbit und 640 zum Landen. Gut. Das sind knapp überschlagen 1070. 1110, 1000. 1710 plus 455. Alter, ich kann nicht rechnen. 5230, 6230. Das heißt, mit dieser Stage sollte ich eine Landung auf jeden Fall schaffen. Das Krasse ist, ich habe dann aber nicht mehr genug Delta V übrig. Ach, Moment. Hehe. Na, mehr Delta V habe ich trotzdem nicht. Ich habe nicht genug Delta V, um zurückzukommen. Crap. Das heißt, dieses Design war eigentlich von Anfang an flawed. Und ich habe es nicht gemerkt. Die Frage ist natürlich... kann ich das verbessern? Vielleicht, indem ich mehr Sprit mitgebe. Also nicht, dass ich mir einen neuen Launch jetzt leisten könnte. Ja, ein bisschen besser. Immer noch nicht genug. Ich würde auch gerne... Ich weiß, dass es zwischendurch eine Phase gab, wo die Rakete gebremst hat. Da ich nicht mehr genug Schub aufbauen konnte. Wenn ich jetzt natürlich diese durch den stärkeren großen Bruder ersetze, die halt nicht steuern können, habe ich direkt mehr Delta V und könnte es tatsächlich bei einem optimalen Flug mit dieser Stage in einen Lower Curve in Orbit schaffen. Komm, seien wir nicht knauserig. Gucken, ob das noch was bringt. Ich meine, die Rakete wird natürlich immer schwerer. Ja. 3400 habe ich dann noch. Nicht ganz übrig. Nicht ganz. Ich würde jetzt gerne diese hier entfernen. Sehen wir es ein. Mit denen möchte ich sowieso nur nach oben. Lenken möchte ich hinterher, wenn diese Stage aktiv ist. Die Frage ist halt, reicht es dann, wenn ich losgehe und hier Winglets dran tue? Kann ich damit lenken? Damit ist mein Delta V gerade gefallen. Das verstehe ich nicht. Ach so, natürlich, weil die länger da bleiben. Die Rakete hier kann lenken. Wichtig wäre es bei denen hier. Ist halt die Frage, ob das was bringt. Macht diese Stage immer noch nicht stark genug? Gut. Doch. Ich müsste halt wirklich...
gut fliegen und so eine Scheiße beim Abbremsen, wie ich es letzte Mal nicht machen. Was könnte ich denn hier noch tweaken? Muss ja doch noch irgendwas geben, was ich machen kann. Gehen wir mal davon aus, dass Geld keine Rolle spielt. Ich meine, ich muss sowieso neu launchen. Das, wie wir gesehen haben, ist der alte Launch nicht so der Burner. Die Frage, die sich mir halt gerade stellt, ist, wo ist denn meine Delta-V-Map? Da ist meine Delta-V-Map. Könnte ich irgendwo anders hin? Mit der bereits gestarteten Mission. Ja. 1200 Delta V brauche ich. 1240, um nach Minmus zu kommen. Ich könnte natürlich immer noch gucken, ob ich mit der vorherigen Version, Mission nach Minmus komme. Gucke einfach, was das für mein Delta V tut, wenn ich das hier noch dran bastel. 8200. Ja. Schweinegeld. Aber es könnte klappen. Oh. Symmetrie gefällt mir überhaupt gar nicht von der Kiste. Aber was will man machen? Ich speichere das mal, weil leisten kann ich es mir sowieso nicht. Und gehe hier mal raus. So, das ist ein Problem, das wir während der Mondmission hatten. Ein anderes Problem ist... Welches ist denn der Astronaut-Komplex? Dieser hier? Das will ich gar nicht. Was habe ich denn aktiv? Ja. Sehr viel Geld. Lustigerweise nicht genug. Ach, mit der Completion genug. Completion gibt hier halt auch nochmal eine Menge. Also genug, um den Launch zu rechtfertigen. Ich könnte natürlich trotzdem nochmal... Könnte einfach nur einen Orbit machen und zurückfliegen, statt auf Minmus zu landen. Oh, oder nicht. Das ist auch interessant, weil es eine Menge Geld gibt. Explore Minmus. Soll ich das versuchen? Ich meine, das ist deutlich weniger Delta V, als ich für eine Landung auf dem Mond brauche. Ich müsste halt nur rüberkommen. Ich meine, der Expires Never, den brauche ich sowieso. Irgendwann nehme ich. Was ich aber eigentlich wollte... welches ist das denn? Siebzig fucking tausend. Gut, ich habe gerade einen Vorschuss gekriegt für die Minmus-Mission. Die Frage ist, ob das retroaktiv auf Launches geht, die schon unterwegs sind. Das heißt... Könnte ich jetzt zum Beispiel Achieve Orbit Around Minmus machen, dafür kriege ich ja ein bisschen was und dann gucken, ob ich das freischalten kann. Dafür kriege ich doch schon was, oder? Explore Minmus. Achieve Orbit. 18.000. Reicht. Dann hätte ich die 70.000 erreicht. Ah, keine Science. Aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. So. Wenn ich erstmal aussteigen kann, ist das mit der Science auch eigentlich kein Problem. Dann holen wir Jeb doch ab. Hola, Jeb. Überraschung. Wir fliegen. Eine ganz andere Mission, als du gedacht hast. Ups, das ist ein bisschen weit. Falsche Richtung. Was?
Nee, das ist nicht der Encounter, den ich möchte. Da war's doch. Ich hab's doch gesehen. Na? So. 1 Million Kilometer. Ich brauche diese Maneuver-Node, bitte. Das müsste sich doch jetzt noch ein bisschen optimieren lassen. Wenn ich nicht so zittrige Hände hätte, auf jeden Fall. Trotzdem noch fast 1 Million Kilometer. Ups. Ja, habe das Gefühl, besser wird's nicht. Das wirft mich natürlich in eine interessante Bahn. Ups. Jetzt habe ich wieder Quatsch gemacht. Falsche Richtung. 700, ebenfalls falsche Richtung. 500. 500. 400. 370. 347. 331. Okay. Sehr interessant. Aber es sollte klappen. So. Burns. 5 Minuten. Oh, da muss ich tatsächlich schon losburnen. Krass ist, was ich sagen wollte. Jetzt erzählt er mir, Estimated Burn ist knapp über 1 Minute. Blöd ist, ich habe diesen lustigen Flight Recorder nicht mit. Das heißt, der hätte mir super Infos gegeben. Zum Beispiel darüber, wie viel Delta V noch in meinen Tanks ist. Aber was will man machen? Sieht gut aus. Dass ich genau auf der Dings bleibe. Ich hätte das hier gerne größer, das wäre so cool. Aber ich bin gleich durchgeburnt. Schon mal den Finger auf Dings legen. Kurskorrekturen mache ich dann sowieso unterwegs. Na? Awesome. Da war doch gerade ein Encounter, das habe ich doch gesehen. Hoppala.
vielleicht sollte ich das Encounter besser hier fahren. Na? Komm. Vorsichtig, Hoppy, vorsichtig. Was könnte ich denn mal machen, um... Ah, falsch rum. Genau falsch rum. Das Gefühl, da würde ich falsch rum reinkommen. Oh, nee. Das ist direkt viel schlechter, als ich es erwartet hätte. Ich würde gerne die Map scrollen können. Das geht aber nicht. Wahrscheinlich ist es günstiger, früher zu korrigieren. Ja, ist es. Kilometer. Kilometer. Gut. Machen wir. Burn 2 Sekunden. Das ist okay, würde ich sagen. Boah, den Time Warp können wir mal massiv hochdrehen, habe ich das Gefühl. Moment mal. Ich hab doch noch Strom, oder? Ja. Ich meine sogar, wenn ich fail auf Minmus landen, ist gar kein Problem. Dann in Minmus Orbit kommen auch. Und im allergrößten Notfall schicke ich später eine Mission, um Jeb abzuholen. Oh, crap. Okay, jetzt habe ich eine Ellipsis von 200 Kilometern. Oh, das ist eigentlich viel besser, als ich erwartet hätte. Man muss nur mal failen und alles wird gut. Ich bräuchte, glaube ich, dieses Alarmclock-Ding. Irgendwie die Zeit zum Minimum Encounter verkürzt sich gar nicht so richtig. Ah, jetzt. Na? Und... Bloß nicht den Encounter verpassen. Ich würde kotzen. Nein, ich würde heulen. Dann können wir uns schon mal Retrograde drehen. Und wo ist er? Da! Unser Eisklumpen. Ja, das mit dem Retrograde drehen war so einfach anscheinend nicht. Achso, ich sollte vielleicht
das im Auge behalten. Ich will ja nicht zu früh meinen Sprit verschleudern, quasi. Ach, das ist aber ein beschissener Orbit. Okay, das wusste ich eigentlich auch vorher schon. Ich glaube, so bei einer Minute kann ich mal burnen. Ups. So, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Retrograde drehen. Okay, haben wir. Ja, dann warten wir noch ein paar Sekunden. Achso, weil ich den falschen Knopf drücke. Den habe ich erfüllt. Wie sehen meine Finanzen jetzt aus? Kann ich das irgendwo sehen? Space Center. Ich meine, der bricht ja jetzt nicht unbedingt ab, nur weil ich nicht da bin. Wollte ich hier hin? Nein. Doch. Nein. Einfach abbrechen. Warum geht das nicht? Warum zum Teufel geht denn das nicht? Vielleicht ein kleines Problem. Moment. Ah, der ist noch voll. Sehr gut. Dann kann ich die Stage wahrscheinlich auf Minimus zurücklassen. Wo ist er denn? Ui, da. Observe Mystery. Das ist aber nicht viel. Space High over Minimus. Reset. Ich mach das, wenn ich ein bisschen näher dran bin. Aber das ist ja eigentlich gar nicht, was ich möchte jetzt. Space Center. Hola. Falsch. So. Ist halt die Frage, wenn ich jetzt losgehe. Ach so. Was? Was habe ich da denn noch? Vor allem, warum kann ich es fliegen? Das ist die abgeworfene Stage mit Fuel drin. Der Orbit ist auch stabil. Okay. Ja, aber sehr langweilig. Nicht, was ich wollte. So, na! Ah! Nein, du. Das ist ein Diesling.
bist du denn? Irgendwie... habe ich ihn kaputt gemacht. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Aber das macht ja nichts. Ich... was ist das für ein Button? Okay, damit komme ich einfach nur zurück. Das macht... ah, da. Da war er. Jetzt sehen wir ihn auch wieder. Eigentlich interessiert mich ja, was da ist. Also, das interessiert mich ein bisschen mehr. Vielleicht kann ich den Dings dann ein bisschen verkleinern, den Orbit. Wenn ich ihm jetzt sage, bitte Retrograde. Komm, Sprit. Dings ist doch noch da. Ach, ich war noch im Time Warp. Dann dreht er sich natürlich nicht. Aber ich bin sehr begeistert darüber, dass noch Electric Charge da... da ist. Sagt er und stellte fest, dass er sich im Schatten befindet. Naja. Dafür habe ich ja eine Menge Electric Charge. So ist es ja nicht. Oh, da hinten war Kerbin und der Moon. Schön. So, jetzt dürfen wir ziemlich dicht an der Periapsis sein. Und wieder im Sonnenlicht. So. Na komm, 56 Sekunden. Ah! Kampf im Fuß. Ah! Aber ich krieg den Orbit schon mal runter. Self-Mystery Goo. Bringt hier definitiv mehr. Crew Report. Nice. Und... jetzt machen wir mal F5. Sehr gut. EA Report. Periapsis ist weg, jetzt kann ich hier noch ein bisschen burnen. Ich meine wirklich auf kleiner Flamme, das ist ja... Na, 15 mal 15 ist sehr knapp. Aber machbar. Und zack. Dann bin ich bei 16 mal 13. Na, okay. Scheinen noch keine Berge zu sein, die ich unterwegs treffen würde. So, jetzt habe ich wirklich, wirklich wenig Fuel übrig. Aber ich würde sagen, sieht vielversprechend aus. Schon mal die Legs ausklappen. Nein, das ist natürlich albern. Das machen wir, wenn ich wirklich zur Landung übergehe, was ich allerdings nächste Episode tun werde. Ich meine, ich versuche diese Mission noch zu retten und sieht aus, es könnte es ein Erfolg werden, obwohl ich katastrophal Mist gebaut habe. Jetzt wäre mir fast ein schlimmes Wort rausgerutscht. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, dass ich beim nächsten Mal dann lande. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!